Was ist denn eine Batterie drin oder was? Ja, vier Batterien, eine fette Batterie. Echt jetzt? Hier so eine Dinger. Aber Bock mit 10 Euro. Überleg ja? mal, heftig, ne? So geil. So, so ein ja. Schnapp. So läuft das hier. Da kommen die Bullen. Also erstmal ganz liebe Grüße an Hugo Pfohl. Ich habe mir diesen Ranger White Track gekauft. Kann man mal einmal sehen hier. Mal einmal zeigen. Ja, stimmt, ja. Ich hab hier die Kamera. Und natürlich haben wir eure Geschenke. Guckt euch das an. Aha. Aha. Ich hab das Auto. Guck mal hier. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte schon immer einen Ranger oder ein größeres Auto haben. Der Ranger hat mir gut gefallen. Aha. Jo, geh los oder was? Jo. Zeig mal, was er so kann, du. Warte. Bitte fahren Sie rechts ran. Moin, moin. Wie die Leute nerven. Guck mal, wie er guckt hier. Moin, moin. Geil, Digga. Und dann kommt noch. Aber ganz kurz noch mal eben zu Hugo Pfohl. Ich wollte mir einen Ranger kaufen. Und wir haben natürlich viele angeguckt, viele Angebote eingeholt. Und da war ein Auto aus Toh und weiter. Und der letzte Scheiß. Also wenn ihr was Vernünftiges machen wollt, haben wollt, kaufen wollt, geht zu Hugo Pfohl. Top Autohaus, ehrlich. Hab mich da sehr wohl gefühlt und werde auch in Zukunft mehr kaufen. Hab da gerade eine Pritsche wieder bestellt, jetzt eine neue. Und werde da in Zukunft alles Mögliche kaufen. Also beste Grüße gehen an euch. Und guck mal hier, was er alles hat. Navi. Sie kommt mir hier zurück. Steuerung. Zack. Audio. Klima. Kannst du alles einstellen. Telefon. Kontakte. Und er hat sogar Ambiente-Beleuchtung. Das heißt, du kannst einstellen, grün, weiß, gelb, rot, lila, welche Farben auch immer du haben willst. Ju, warum ist das nicht richtig auf? Und guck mal hier, was er alles hat. Nee, ist krass, dass dieses automatische Bremsen und so, wenn er zu dicht dran fährt. Jo, zeige ich euch gleich mal. Auf der Autobahn. Ja, der hat sogar diesen Abstandshalter, weißt du, der Spurhalteassistent, der fährt von alleine in die Spur. Also, die hat richtig gute Ausstattung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und er hat Allrad, wer hätte es gedacht? Hey! Schüttelt den Kopf! Ich zeige euch das mal jetzt mit den roten Balken. Ich fahre meinen Gegenverkehr. Und mit dem Blitzer, das Auto kann auch nicht geblitzt werden. Ja, guck mal. Vielleicht kann man das hier schon sehen. Gleich hier vorne blinkt das. Jo. Aha! Und dann bremst du automatisch runter. Jo! Die Konkurrenz hier. Kemner. Guckt euch das an, Alter, was die für Technik haben. Weltfirma Kemner. Da kommt direkt der Asphalt so. Ja. Wow, krass. Geil, ne? Aber teuer so ein Ding. Kiesel Nord, guck mal hier. Hochtief hat auch Hitachi, die wissen, was gut ist. Was auch richtig geil ist, ich habe jetzt das Tempomat an. Und jetzt pass auf. Jetzt bremst dann nämlich automatisch, weil der Abstandsregler da ist, der Abstandsregler. Und jetzt gibt er wieder Gas von alleine, guck. Bis 120, da ist das Tempomat eingestellt. Zack, und jetzt pass auf, jetzt schere ich wieder ein. Und jetzt. Wupp. Guck, jetzt hält er den Abstand wieder, jetzt bremst er wieder runter. Wenn du die Füße bewegst. Schönes Lied, ist jemand gestorben? Fragezeichen. Achtung, guck mal, ich mach gar nichts. So ihr Lieben, wir sind jetzt schon da bei Hitachi. Ich zeige euch das jetzt mal von vorne, vom Eingangsbereich. Versteht ihr? Ich bin echt gespannt. Die ersten waren jetzt schon da und sagen, ey, gib mir Tasse, gib mir T-Shirt. Leute, es ist Viertel vor eins. Wir haben 16 Uhr gesagt. Und darum gibt es auch nichts.
Hier, altes Gesicht. Zeig ich euch mal. Und Grüße gehen raus an Krischi. Wir müssen unbedingt noch mal ein Video machen mit so einem Schrottbagger. Aber da muss ich zu einem Schrottplatz melden. Der sagt, ey Gio, ich habe einen Fuchsbagger von Ferner Kiesel. Dann machen wir davon ein Video. Ist doch ganz klar. Das geht los. Itachi ist the best, nicht vergessen. Und Leute, Farbspiel Halzenbeck, kennt ihr den? Der Mann, der schneller als ein Pinsel ist. Nee, der schneller als die Nase ist hier. Er fliegt gleich davon, also kommt schnell her. Man kennt den KS-Bau, der Mann mit der Schraube im Bein, der hat sich den Fuß gebrochen. Mit der Schraube, ich gebe dir gleich mal die Schraube. Du. Nee, der Mann, der die Schraube am besten kann, Barani. Ja, ja, tanzen können wir immer ein bisschen. Tanzen, das kann nur ich. Ey, geiler Typ, ne? KS-Bau, unbedingt, abonnieren auch. Onanieren auf KS-Bau. Aber es kommt später. Ich fühle mich hier so wohl bei Kiesel, die haben wahrscheinlich schon die Schnauze voll, aber ich bin seit 12 hier, das ist jetzt 2:30. Hab lecker gegessen, getrunken, mit dem Chef geschnackt, der ist auch schön menschlich. Das ist eine Basis, auf die man bauen kann. Das ist eine Basis, mit der man wachsen kann, verstehst du? Nee! Tanzen! Warte mal, Moment! Und? Tanzen! Guck mal, Leute, das ist eine richtig geile Sache. Zum Beispiel auch da eine Unterstützung des Fahrers. Hier in Verbindung sogar noch mit OptiShift, also ein patentiertes System von Volvo. Kemner Jungs! Guck mal hier! Digga, wie geil ist das denn, Alter? Was ist das, Mann? Du Sahnbauer der Kriegsmaschine! Geiles Gerät, hab ich noch nie gesehen. Aber falscher Hersteller. Du mit deinem scheiß Eimer, du bist da. Danke. Damit darf ich noch Bosch wieder rumlaufen, du Rathaus. Das ist gut, ich kann nicht mehr. Das war mir klar. Der Hacker mit dem Fahrrad. Ja, noch, ey! Na, wie ist hier die Stimmung, ne? Was soll ich sagen jetzt? Und jetzt XL? Jo, Mann. Ja, ein Kollege braucht eins. Ja, und deine Mutter und Großmutter auch. Meine Facebook-Freunde, Digga, ich brauch noch 2000 T-Shirts. Ey, ne? Ja. So übt dich. Hier, komm, hier. Ah. Und wir müssen uns noch grüßen. Dann ist okay. Du kannst jemanden grüßen. Grüße meinen Bruder Niknas. Willst du auch noch wen grüßen? Süß. Warte, die anderen auch. Ey, moin, hier regnet moin. Nicht, was? Jungs, komm rein, Mann. Oh. Mein Taxi kommt. Hey. Oh. Gerne, danke. Ciao. Cool, danke. Sehr gut, kein Problem. Und bleib so wie du bist. Gleichfalls. Hau rein. Danke. Ciao. Moin. Moin. Nee, ich zähl nicht. Jo. Jo, ich hab ganz viele gemacht. Was denn jetzt, Alter? Der zählt von 300 runter. Leck ihn mal eine halbe Stunde, Alter. Der fotografiert. Alter, willst du mich verarschen? Oder? Ja, sorry. Das hast du abgeschnitten gemacht. Bist du neidisch? Hey, hast du mir einen Arsch gefasst? Du gehört das. Erzähl mal, willst du den grüßen? Wen grüßen? Ja. Alle, die mich kennen und das sehen, die grüße ich ganz herzlich. Wir haben viel Spaß auf dem Nordbau. Was gibt's noch zu sagen? Erzähl mal was. Was mit dem Zähler eigentlich? CL läuft immer noch. Ich wurde heute auch schon drauf angesprochen, auf den CL, der läuft. Alle anderen Autos laufen auch. Nordbau bringt auch Spaß. Guck mal, wir haben 200 Zusagen. Das weißt du, wie viele sind hier jetzt gerade? 2000. Ne, aber ist schon gut, ehrlich.
Baba. Und danke an alle, die an mich geglaubt haben. Wann ist dein Kampf? Bald mit Seim zusammen. Ihr kämpft zusammen? Ja. Nein, wir kämpfen. Zwei gegen zwei. Wie bei Smackdown früher. Baba. Willst du auch noch ihn grüßen? Geht ab! Nein, ich grüße niemanden. Ich höre auf damit, gell? Jo. Ja, noch! Und was sagst du zu den Tassen? Finde ich cool. Bock? Eigene Wohnung gerade, jetzt kommt wieder. Direkt Kaffeetasse am Start vom Macker, ne? Beste. Die Tasse! Der muss seine Milch trinken. Der braucht so einen Kakao heute Abend. Wer will machen? Ja, geil, Digga. Sind doch entspannt viele Leute hier. Mega sympathisch. Alle cool drauf, so gute Stimmung. Musik wäre noch geil gewesen, aber was soll's. Nächstes Jahr ist wieder Baumer. Nee, Nordbau. Baumer? Ich weiß nicht mal, welche Baumesse er ist, weißt du? Dings, übernächstes Jahr sind wir dann auf der... Venus. Venus, nicht? Wie heißt denn das? Shisha-Dings. Shisha-Messe wäre Baba. So. Shisha-Messe gehen wir. Ja. Aber da gehen wir privat hin, so meine ich. Du weißt, vielleicht hat er schon seinen eigenen Tabak. Schmeckt nach Baumer. Digga, mach einen Bagger-Tabak, Shisha. Bagger-Tabak? Nach Öl, WD 40. Hast du mit Sau? Du hast schon. Du musst mit zwei, falls einer runterfällt. Süß. Das ist mein Sohn. Er will noch ein Foto. Ja, nochmal. Boah. Geil, Digga. Heftig, ja, ne? Heftig, Mann. Beim ersten Mal ist es gleich geschafft. Ne? War ganz cool. Aber wie bist du auf die Idee gekommen? Ja, mein Meister hat gesagt, du schaffst das nicht. Und ich habe gesagt, ich schaff das. Auf Wette, bisschen hochgepusht. Ja, und hatte Glück, beim ersten Mal gleich geschafft. Ja, ne? Geil. Ja. Top. Einstauben. Genau, und eine Tasse kriege ich. Ja, hallo? Tasse wollt ihr auch? Baba. Was? Eine Tasse? Ja, komm. Ja. Weil ihr so viel Kaffee trinkt bestimmt, ne? Ich hab extra dazu mitgeschleppt. Ich so... Ihr komm, seid direkt an Arbeit gekommen jetzt, ja, ne? Giovanni? Komm, wir sind von der Arbeit direkt gekommen. Moin. Moin. Hi. Alles klar? Ja. Kommst du von der Arbeit? Ja, oder klar. Hast du gerade Autos geknackt? Nee. Hi. Giovanni. Freut mich, Dennis. Moin. Hi, Giovanni, ne? Wir hören hier Zombies, weil ihr Depri seid, ja. Wegen dem Wetter. Ganz aha. Leute, ich wollte mich nochmal bedanken bei euch, Alter, so viele unterschiedliche Zuschauer. Der Marcel war da, der selbstständig hat auch einen Galabaubetrieb mit Frau und seine beiden Kinder, Alter, super sympathisch, super niedlich. So viele Leute unterschiedlichen Alters auch, so Wahnsinn, ehrlich, ich bin echt begeistert, ohne Scheiß. Auch, dass ihr euch den weiten Weg, der eine kommt über 3 Stunden, das tat mir so leid, weil er im Stau stand und alles. Vielen Dank an euch, ihr seid die besten Zuschauer, wirklich. Ja, krass, Digga. Auch vor allem bei dem Wetter so voll. Ja, das hat so gepisst und alles. Und, so. Und auch ja. Da zum Schluss die beiden, die da kamen, hier Medin hieß du, glaube ich, hat auch alte Videos von uns gefeiert. Ja, und so. Dennis, richtig, ja. Richtig lustig, ich glaube Kfz, mich hat heute oder so Ausbildung war. Grüße auf jeden Fall an dich, korrekter Typ. Danke sagen. Dafür auf jeden Fall, ihr seid die geilsten, ehrlich. Nächstes Jahr auf der Nordbau wird es noch krasser. Ja. Jo, tschüss.